Ja, der Kurier war gestern da und hat mir etwas vorbeigebracht. Wer dieses Video angeklickt hat, weiß natürlich schon, worum es geht. Schließlich steht's im Titel. Es geht um, tada, das neue MacBook von Apple. Und wir schauen es uns gleich mal zusammen an. Schon Staub drauf. So, tada. Nein, ich habe es natürlich gestern Abend sofort schon ausgepackt und ausprobiert. Da ist das gute Teil. Kleine Gemeinheit am frühen Morgen. Aber wir schauen dann schon noch, was in der Box ist. Ich habe wirklich nur das Laptop rausgenommen und mal ein bisschen damit rumgespielt, angeschaut. Aber was wir ja als erstes mal machen wollen, ist das Gerät anschauen. Für einen Test brauche ich viel, viel länger. Das kann ich nicht über Nacht. Naja, könnte man schon, aber dann wäre es nicht wahnsinnig seriös. Schließlich will man das Ding ja ausprobieren. Was man aber sehr, sehr schnell machen kann, ist das Gerät anschauen. Weil es ist wirklich spannend. Rund um neues Laptop-Design von Apple. Und damit wir das ein bisschen fundierter machen können, habe ich im Haushalt alle Laptops meiner Frau zusammengeklaut. Das 2016er Pro. Uppala. Und das 2013er Pro, was ich ja so als Not-Mac verwendet habe. Ich habe das eine Zeit lang auch im Schrank als Remote-Mac genutzt, um von meinem iPad darauf zuzugreifen, wenn ich etwas mit iPadOS nicht konnte. Inzwischen geht alles mit iPadOS, aber ja, so vor 2-3 Jahren gab es immer mal wieder Situationen, wo man etwas nur mit macOS oder mit einem Windows-Rechner konnte, gerade in unserem CMS von der Zeitung, und da musste ich jeweils per Remote auf die Kiste zugreifen. Darum kenne ich die auch sehr gut. So, da großes MacBook-Festival, aber schauen wir uns das neue Teil einmal an. Was sofort auffällt, wenn man es aus der Box nimmt, es ist das am wenigsten schnittige Gerät von den dreien. Klar, das 2016er sieht immer noch aus wie ein Sportwagen von einem Laptop. Scharfe Kanten, schnittig, sieht sehr dünn aus, weil es gegen die Enden hin immer dünner zuläuft. Auch das hier wirkt ein bisschen schnittiger, muss man ganz ehrlich sagen. Böse Zungen könnten sagen, das neue Apple Laptop Design sieht ein bisschen aus wie eine Badewanne mit dem Deckel drauf, aber das ist ein bisschen gemein, weil es liegt unglaublich gut in der Hand. Im Vorfeld gab es Gerüchte, dass es kantiger würde, das Apple Design oder das Laptop Design. Wie bei der Apple Watch Pustekuchen. Das Apple-Gerät, an das mich das neue Design des Laptops am meisten erinnert, ist lustigerweise, darum stehen sie hier schon parat, sind die AirPods Max. Auch die sind sehr, sehr rund, liegen gut in der Hand. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das neue MacBook Pro in die Hand genommen habe. Man hält es wirklich sehr, sehr gerne in der Hand. Ich habe immer einen kleinen Ärger mit MacBooks. Das sind vor allem bei den Modellen, die nach 16 kamen. Schön schauen, dass man das sieht. Die haben hier messerscharfe Kanten, hier messerscharfe Kanten. Ja, immer wenn man es in die Hand nimmt, schneidet man sich ein bisschen in die Finger. Ich finde das schrecklich. Beim 13er damals waren diese Schlitze hier unten viel weniger dramatisch. Darum konnte man es viel besser halten. Hier hinten sind sie auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, kratzig oder scharfkantig. Aber das hat man auch viel lieber in der Hand gehalten. Klar, die meisten Leute werden sagen, das sind Arbeitsgeräte, ist doch Schnurz. Aber ich bin hier die Designabteilung und unglaublicher Design-Snob. Ja. Jetzt beim Neuen. Ich habe mich schon wieder in die Finger geschnitten. Man nimmt es viel lieber in die Hand wieder. Von daher gesehen ist es ein Schritt hierhin. Die Kanten unten gefühlt viel weniger scharf und schlauer platziert, dass man nicht die ganze Zeit mit den Fingern reinfasst und dieses unangenehme Gefühl hat. So, hier muss ich es jetzt zeigen, Kamera verrutscht. Wo wir schon bei den Unterseiten sind. Schauen wir sie uns mal von unten an. Ja, man sieht hier, die Standfüßchen sind größer geworden. Wie war das eigentlich beim
alten, beim 2013er. Dann noch der große Standfußvergleich. Wenn ich da so in die zweite Kamera gucke, sieht's aus wie Kameras. Nein, die Standfüßchen sind auch wieder ein bisschen größer geworden. Und sie sind jetzt nicht gewölbt, sondern sie sind dieses Mal flach, was sicher ein bisschen Robustheit geben wird. Und, wo wir schon auf der Rückseite sind, da das messerscharfe Teil wieder ein bisschen weglegen. Ein kleines Detail, was gar nicht so einfach zu zeigen ist, weil es da so spiegelt. So. Sieht man es hier, sieht man das Mac-Logo eingraviert. Ich kann es mal noch in die Kamera halten, das ist auf diesem ein bisschen besser. So. Eigentlich völlig unnötig, einen Schriftzug da unten einzugravieren oder reinzulasern, aber ja, lustiges Detail am Rande für die Freunde, die überall Markenlogos haben wollen, weil unter dem Bildschirm hat es das Logo ja nicht mehr. Da kommen wir nachher noch dazu. Was auch auffällt, es ist das erste Laptop der Pro-Reihe, was wieder einen flachen Deckel hat. Die haben hier ja immer so ein bisschen einen gewölbten Deckel gehabt, was einerseits schnittig und elegant aussieht, aber halt auch nicht sehr effizient ist, was Platz angeht. Apple hat ja immer wieder gesagt, das neue MacBook Pro ist darauf ausgelegt, Maximum an Plunder in so wenig Raum wie möglich zu stopfen. Und das sind halt Kanten oder Schrägen nicht ideal. Und darum ist das Ding jetzt eigentlich fast ein Block, ein rechteckiger Block. Da bringen sie natürlich mehr Sachen rein. Was übrigens auch auffällt, es ist ja, es sieht dicker aus als das 13er und natürlich extrem viel wuchtiger als das 2016er. Ja, man muss noch sagen, das ist das, ich glaube, damals war es 15 Zoll schon beim 13. Hier war es auch 15 Zoll und hier ist es jetzt 16 Zoll, der Bildschirm. Aber da kommen wir noch dazu. Was wollen wir noch anschauen? Ah, ihr wollt natürlich die Ports sehen. Genau, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Hier haben wir, ups, Kamera. So. Hier haben wir das neue MagSafe. Zweimal Thunderbolt, USB-C und Kopfhörer. Auf der anderen Seite. Na komm, stell scharf. So. HDMI-Ausgang für, ja, für andere Bildschirme als Thunderbolt-Bildschirme. Wenn man mal irgendwo einen Beamer hat und was notfallmäßig anschließen muss, ist das natürlich praktisch. Dann haben wir hier nochmal Thunderbolt USB-C und dann SD. Ja, die SD-Karte. Ich könnte jetzt theatralisch vorführen, dass ich keine SD-Karten mehr verwende, sondern CFexpress-Karten, die da natürlich nicht mehr reinpassen. Aber erstens wäre es ein bisschen lächerlich und theatralisch und zweitens steckt die CFexpress-Karte hier vorne in der Kamera und nimmt auf, was ich gerade sage. Also kann ich da jetzt nicht vorführen, dass sie nicht passt. Ja, ich fand es ein bisschen überraschend, dass der SD-Slot zurückkommt. HDMI verstehe ich noch, ist praktisch eben, wenn man mal schnell einen Beamer anschließen möchte. SD, ja, ganz viele Leute feiern natürlich den SD-Slot drauf und runter. Aber nachdem, ja, immer wenn ich mit Profifotografen spreche, die kaufen sich dann sowieso immer das schnellstmögliche SD-Gerät, was sie halt haben, weil alle paar Jahre kommen da wieder schnellere und dann steckst du sowieso lieber das an, was schneller ist als das interne. Weil das interne veraltet halt irgendwann, ist jetzt, ich glaube, der Zweier-Standard oder so. Haben schon Leute wieder reklamiert, sei zu langsam. Ja. Mir macht's nicht, ich werde es nicht nutzen können oder nicht nutzen, höchstens vielleicht mal im Notfall oder so. Ja, der HDMI ist da praktischer. Da ist übrigens HDMI 2.0 drin für die HDMI-Experten. Ich habe mich ja mal lange über HDMI informiert und alles mit HDMI ist ärgerlich und Standard wäre eigentlich inzwischen HDMI 2.1, aber hier ist HDMI 2.0 drin. Habe natürlich in den HDMI-Foren die Leute auch schon reklamiert, aber im Alltag ist das total Schnurz, weil du willst ja einfach einen Beamer anschließen, da reicht doch HDMI 2. Außer jemand weiß es besser, dann unbedingt unten in die Kommentare rein, damit ich ärgere mich unglaublich gerne über HDMI-Kabel. So, was müssen wir sonst noch anschauen? Da ist das silbrige Modell hier und der Apfel da vorne leuchtet nicht. Nein, bin ich sehr froh drum. Ich war nie ein Fan des Leuchtapfels, da des 13er Geräts. Ich war früher auch mal DJ und ich hatte da zum Glück immer meinen Asus-Laptop, der nicht geleuchtet hat. Ich will wirklich nicht dieses Apfellogo. Ganz viele Musiker und Leute, die halt im Dunkeln ihre Laptops nutzen, haben die dann auch abgeklebt. Finde ich sehr gut von Apple. Da das Spiegelding, mit dem kann ich ganz gut leben, das ist hübsch.
So. Nachdem ich das letzte Mal den iMac besprochen habe und ich einmal eingeschaltet habe, klappe ich den auf jeden Fall mal noch auf. Soweit, so viel Zeit muss sein. So. So, dann. Schnell ein bisschen aufräumen, dass es noch was aussieht. Hätte man natürlich vor dem Video machen können. Mit Betonung auf hätte. Ja, so, ich drehe mal zu euch. Da haben wir die Kiste. Was ich ganz ehrlich sagen muss, Riesenkontroverse natürlich wieder der Notch da oben. Ich habe gestern den Laptop ausgepackt und sicher eine Stunde dran gesessen und dann ist mir eingefallen, oh, es hat ja den Notch, warum habe ich den nicht gesehen? Klar, Apple macht es ein bisschen schlau, der Bildschirm ist halt dunkel und der Notch ist auch dunkel, die Leiste oben ist schwarz, das sieht man ihn nicht. Ich habe dann, man merkt es erst, wenn man mit der Maus durchfährt, dann sieht man, dass da die Maus schnell verschwindet und wieder auftaucht, aber also wie ich schon vermutet habe, wie beim iPhone auch, Riesenaufregung, aber im Alltag überhaupt kein Thema, dieses Notch, die schwarze Aussparung oben. Ich habe sie postwendend übersehen, als es losging. Nein, ist mir wirklich nicht aufgefallen. Aber wir wollen jetzt noch nicht groß über Nutzungserlebnisse sprechen. Wir wollen das Gerät noch anschauen. Was fällt auf, wenn man reinguckt? Ich muss es dann nochmal schön ausrichten für die Zeigekamera. Ups. Ja, die Tastatur ist jetzt komplett schwarz. Also auch die Zwischenräume sind schwarz. Normalerweise vergleiche ich ja kleinere Geräte. Jetzt komme ich da so logistikmäßig langsam an den Anschlag. Für Laptops braucht man größere Tische. Hier zum Vergleich, ups, die Tastatur des 16er Modells. Ich hätte da noch Metall dazwischen. Und wie sah das nochmal 2013 aus? Auch hier hatten wir schwarze Tasten und Metall dazwischen. Mir gefällt das ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Jetzt ist es einfach dieses, ja, diese schwarze Fläche, die da dazwischen liegt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es da Silber dazwischen gehabt hätte, aber was müssen wir noch anschauen, wenn wir die Tastatur schon vor uns haben? Was mir nicht so auffällt, aber natürlich Leuten, die 2016 eins gekauft haben, die Touchbar ist weg. Ja, jetzt sind da wieder, wie wir es schon lange kennen, Knöpfe drauf und ja. Ich fand die Touchbar immer lustig, aber ich habe ja auch Macs immer nur so, ja, mal ein Stündchen hier, mal ein Stündchen da verwendet. Da ist der neue Effekt jeweils noch da im Alltag. Da gibt's Befürworter und Fans und man muss ehrlich sagen, Apple hat sich halt auch keine Mühe gegeben mit der Touchbar. Wenn du sie nur in den Pro-Modellen bringst, dann setzt sich das auch nicht durch. Hätte natürlich auch ins Air gehört und dann wäre es vielleicht was geworden mit dieser Touchbar. Aber ja, Apple hat sie halt wirklich, ja, fand vermutlich die Idee lustig und hat dann schnell realisiert, nein, ist irgendwie doch nicht so das Ding. Was es auch hat, ist hier der Fingerabdrucksensor. Was es nicht hat, was ich natürlich vermisse, weil ich vom iPad komme, ist Face ID. Ja, es hat jetzt einen großen Notch oben, aber ich vermute, Face ID ist einfach, weil das Ding ist hauchdünn, seht ihr mal. Und Face ID braucht halt schon ein bisschen Platz. Ich vermute, Face ID wäre einfach zu dick gewesen. Mindestens in der Form, wie wir es heute haben. Windows Hello funktioniert ja mit Webcams auch, aber das ist dann halt nicht ganz so sicher. Aber die ganze Face ID-Geschichte in Laptops oder in Macs ist ja sowieso hinfällig, weil man kann sie ja mit der Uhr entsperren. Darum, ich vermisse es viel weniger, als ich gedacht hätte. Weil das iPad kann man ja im Gegenzug wieder nicht mit der Uhr entsperren. Das nervt mich dafür dort. Also man kann nicht alles haben. Oh, und was ich natürlich jetzt noch überhaupt nicht abgefeiert habe, ist ein kleines Detail, das muss ich euch auch noch zeigen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, hier unten, sieht man das? Ja, man sieht so halb, ist einfach nix. Genau hier hat Apple den Schriftzug wieder weggelassen, der das 16er MacBook eingeführt hat, das da unten steht nämlich MacBook Pro. Als wüsste man nicht, dass man ein MacBook Pro hat. Ich will wirklich keinen Schriftzug sehen unter dem Bildschirm.
Hat Apple damals auch schon richtig gemacht, 2013? Das Ding ist ja noch staubig, aber ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr verwendet. Da ist nämlich auch nichts, einfach nur Bildschirm und kein Schriftzug unten. Schließt sich auch wieder übrigens, macht wirklich Freude, das Ding zuzuklappen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber das macht so viel aus bei einem Laptop. Waren wir den 16er? Den 16er habe ich nie so gerne zugeklappt wie den 13er oder den 9. Irgendwas am Scharnier ist besser, irgendwas am Mechanismus ist besser. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ja, ich muss sagen, das Ding ist wirklich ein Klotz. Also wirklich nicht elegant, es sieht nicht aus wie ein Sportwagen, es sieht aus wie ein VW-Transport oder ist es ein Mercedes-Transport. Einfach so ein Büsschen halt und nicht irgendwie so ein schnittiges Turbo-Laptop, nein. Aber muss es ja auch nicht. Wirklich sehr pragmatisches Gerät und ich vermute, es ist auch sehr, sehr robust. Was man auch merkt, es ist nicht leicht. Also gefühlt deutlich schwerer als das 16er Modell und auch schwerer als das 13er Modell. Wenn man das 13er Modell in die Hand nimmt, hat man das Gefühl, das Ding ist halb leer. Hier, wenn man das in die Hand nimmt, hat man das Gefühl, man hat praktisch einen Block Alu in der Hand. Das Ding ist so voll mit Zeugs. Vermutlich Akku, weil der Akku hält ja ewig. Da kommen wir nachher noch dazu. Vielleicht ganz kurz erste Eindrücke oder sowas. Hoppala, machen wir da mal schnell ein bisschen Platz. Jetzt kommt nämlich die Box zurück. Da, wenn ich schon Unboxing verspreche, dann müssen wir ja auch mal reingucken, was sonst noch drin ist. Das übliche Zettelchen mit Designed in California. Da hat es aber etwas drin, was die Leute wieder freuen dürfte. Wo haben wir es? Ah, da. Padam. Schwarze Apple-Aufkleber. Hip, hip, hurra. Ich bin ja kein Fan von Aufklebern. Ich mache eh nirgends wo Stickers drauf, aber gibt ganz viele Leute, die da ganz verrückt sind nach diesen Apple-Stickers oder Kleberli, wie wir sie in der Schweiz nennen. Ich habe mich ja immer gefragt, wo die herkommen und wo man die kaufen kann, bis ich gemerkt habe, dass die in den iPhones und bei den Apple-Geräten jeweils beiliegen. Weil ich mir das Papierzeugs nie angeschaut habe, habe ich das nie gemerkt, dass diese Kleberli da drin liegen. Da lachen die Leute heute noch über mich, wenn ich das jeweils wieder erzähle, dass ich das nicht gewusst habe. Dann, was haben wir noch drin in der Box? Alles sehr spartanisch, aber dafür wuchtig. Ein riesiges Netzteil. Gigantisch. Das ist, ich glaube, 140 Watt Ding. Machen wir es weg. Da. Ja, Riesenteil und nur ein Ausgang. Ich verwende ja persönlich den Hyperjuice und das U-Green-Teil, was ich auch mal besprochen habe. Die schaffen 100 Watt und haben dann immerhin 4 Ausgänge. Das ist ein bisschen verschenkt, finde ich, von Apple. Oder ein Netzwerkanschluss da drin wäre auch geil gewesen. Wenn du zu Hause bist, kannst du gleich Strom, Netzwerk, alles ins MacBook bringen und sparst dir einen USB-Anschluss. Aber ist halt nur Strom, was da durchgeht. Größenvergleich, ich habe zum Vergleich nur das hier da, das ist das unglaublich abgenutzte Teil von 2013. Hatte da noch so ein Kabelaufrollding, das hat es jetzt nicht mehr. Und das 2013er Teil hatte einen gigantischen Nachteil, da war das Kabel fest verbunden mit dem Netzteil. Was dazu führt, dass man höllisch aufpassen musste, dass das Kabel nicht kaputt geht über die Jahre. Hat sich gut gehalten hier, ist inzwischen zwar total gelb und, sieht man das? Ja. Ist wirklich sehr, sehr abgenutzt, das Kabel. Aber hat sich gehalten, aber ist natürlich ein Risiko, wenn du Kabel fix ans Netzteil klebst, weil dann musst du beides ersetzen. Hier zum Glück nicht, hier hast du einfach das Netzteil. Und
das Kabel. Und zu dem kommen wir jetzt. Das ist nämlich das Letzte, was noch in der Box ist. Und auf das bin ich eigentlich fast am meisten gespannt, weil das bringt MagSafe zurück. Ich bin ja der USB-C-Turbo und finde es großartig, wenn es überall nur noch Thunderbolt-USB-C-Anschlüsse hat. Aber das MagSafe-Ladedings, auf das war ich als Windows-Nutzer. Ich hatte ja immer Windows-Laptops. Ich habe ja mir ja selbst nie einen Mac gekauft. Auf das war ich immer unglaublich neidisch, weil das so genial ist. Dann hat es Surface eingeführt und ich habe mich sehr gefreut. So. Da kommt das neue MagSafe-Kabel. Und man kann schon mit Freude verkünden, es ist nicht nur irgendein Gummikabel. Nein, es ist so ein geflochtenes Kabel wie schon beim iMac. Ja, es gab ja mal Gerüchte, dass das iPhone geflochtene Kabel kriegt. Der iMac hat sie dann gekriegt. Und jetzt das MacBook Pro. Ich verspreche mir sehr viel von diesem geflochtenen Kabel. Ich habe das Gefühl, das hält viel besser als das blöde Gummi, was bei Apple-Kabeln immer wieder ausfranst auf der Seite. Das ist immer so hässlich. Und vor allem auch gefährlich, weil ich schon Kabel mit Klebeband geflickt habe, weil sie angefangen haben auszufransen. Nein, das ist das neue MagSafe-Kabel. Falls jetzt jemand wissen möchte, wie sie im Vergleich ausschauen, ob sie eventuell kompatibel sind. Ups. Nie und nimmer. Das ist das alte, das ist das neue. Das neue ist viel, viel dünner, hat aber auch ein LED oben. Wie viele Kupferpins hat's? Das alte hatte 3,5, das neue hat auch 3,5. Vom Prinzip her ziemlich ähnlich, aber nicht kompatibel, kann ich jetzt schon sagen. Muss ich gar nicht erst ausprobieren. Ja, mein Büro ist wirklich nicht ausgerichtet für Tests von so großen Geräten. Schauen wir mal noch, wie das MagSafe funktioniert. Bin ich jetzt selbst gespannt, wie stark das da einschnappt. So. Bam. Oh, das hält aber super. Ich habe das Gefühl, das hält sogar so gut, dass man den Mac daran ziehen könnte. Das finden wir jetzt gerade raus. Mal schauen. Oh, hält es vielleicht zu gut? Bei den AirPods habe ich mich ja noch darüber amüsiert, dass die AirPods dann doch nicht so gut am runden MagSafe, am iPhone MagSafe gehalten haben, dass sie runtergeplumpst sind. Aber seien wir ehrlich, niemand stolpert in Zeitlupe in dieses Kabel rein. Oh. Ja, es braucht schon ein bisschen Wucht, um es rauszukriegen. Das wäre natürlich dann schade, wenn es einem mit diesem MagSafe-Ding vom Tisch fällt. Aber das ist jetzt allererster Eindruck. Ich habe das Gefühl, die Magnete, oh, die halten wirklich. Also wenn man es gerade rauszieht, braucht man wirklich einiges an Kraft. Gar keine Kraft braucht man, wenn man es angewinkelt raushebt. Ja, Apple wird das sicher getestet haben. Und sonst teste ich es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen. Ja, mal schauen, wie sich das bewährt. Auf jeden Fall schön ist dieser Stecker wieder zurück. Der hat auch viele Fans gehabt, das verstehe ich. Ich denke, der kommt dann auch im neuen MacBook Air, was ja unweigerlich irgendwann kommen sollte. Müssen wir noch etwas anschauen zum neuen MacBook? Habe ich was übersehen? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich da noch drauf eingehen. Oder wir könnten wieder mal so ein Live-Dings machen. Ja, muss ich mir mal überlegen. Ich würde es auf jeden Fall auf Twitter ankündigen. So eine Live-Sprechstunde. Nein, auf jeden Fall, das ist die Hardware. Äußerlich. Was drinsteckt, das muss man jetzt ausprobieren. Ja, ich habe gestern Abend schon ein bisschen ausprobiert und das ist ja eine Review-Kiste, die mir Apple ausgeborgt hat. Und da hat es auch diese unglaublich aufwendigen Projekte drauf, die sie da in der Keynote gezeigt haben. Diese 8K-Videos, die man da in Final Cut einfach so hin und her sausen kann, ohne als wäre es nix, und gigantische Logic-Musikprojekte, wo man drin rumsausen kann. Das klappt alles problemlos, der Lüfter ist nicht angesprungen, ich habe alles nur mit Akku gemacht. Ich habe das Gefühl, das Ding ist ein Akkuwunder, aber erst nach meinen ganz, ganz oberflächlichen Tests, aber das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Leistung auch, der Lüfter, wie gesagt, auch bei aufwendigen Sachen nicht angesprungen. Was mich aber am meisten überrascht hat, ist, ich habe dann noch ein bisschen Filme geguckt, unter anderem nochmal den Schluss der ersten Staffel von For All Mankind, der Apple-Serie, dieser Raumfahrtserie, die ich so mag.
Und ohne spoilern zu wollen, da gibt's ja am Schluss noch so eine End-Credit-Szene. Also das kennt man ja aus den Marvel-Filmen, da kommen die Credits, wer was gemacht hat, und dann kommt nochmal was. Und da gibt's etwas, ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich das niemandem verspoilere, was sehr hell ist. Und der Bildschirm ist ja Mini-LED, wie beim iPad Pro oder beim super teuren Apple XDR-Bildschirm. Und ich saß vor dem Laptop und hab's mir irgendwie dreimal angeschaut, weil es sieht so unglaublich krass aus, wenn da dieses helle Licht dann kommt. Und der Ton auch übrigens. Der Ton hat mich fast noch mehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding klingt wirklich gut. Apple sagt immer, unsere Laptops klingen so gut, da ist irgendwie Dolby Atmos drin, bla bla. Und meistens ist mir das egal. Und ja, man hört schon, dass sie nicht schlecht klingen und dass man auch damit Musik hören könnte. Aber dieses Mal hat es mich wirklich unglaublich überrascht, wie gut das geklungen hat. Klar, hier hat Apple halt auch die ganze Kette kontrolliert. Sie haben die Serie selber gemacht, das Tonmastering der Serie, ihnen gehört der Streamingdienst, ihnen gehört der Laptop. Da kann man natürlich schon ein bisschen was erwarten. Aber das hat wirklich... ja, das Ding hat Wumms, wenn man Filme schaut. Ist wirklich ein tolles Heimkino. Mini-Kino halt für eine Person, für zwei Personen. Ist dann schon ziemlich schnell ein bisschen eng, wenn man da vor dem Laptop sitzen möchte. Aber das hat mich wirklich begeistert. Und natürlich, da kommen wir dann im Test auch noch dazu. Ja, es ist Mini-LED. Ich habe es jetzt noch gar nicht so oft gesehen, aber es wird jetzt dann in den nächsten Tagen ganz viele wieder von diesen Artikeln geben. Oh, dieses Bildschirm hat Blooming. Hat ja auch das iPad, ja klar, weil Mini-LED ist nicht wie OLED, da wird nicht der ganze Bildschirm, nicht der einzelne Pixel hell, sondern so Pixelzonen rundum. Und da hast du halt, wenn du ganz feine, helle Linien auf schwarz hast, dann siehst du da so ein bisschen, ja, Lichtschimmer rundum. Apropos Lichtschimmer, hier ist gerade die Sonne durch den Nebel durchgekommen. Ja, wer St. Gallen ein bisschen kennt, man hört ja immer Gerüchte, hier regnet es die ganze Zeit. Nein, wir haben auch sehr viel Nebel, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt die Sonne, jetzt muss ich das schnell ans Objektiv ran, dass ich da wieder nicht zur Lichtgestalt werde oder nicht allzu sehr. Fast ein bisschen dunkel. Aber höchste Zeit, das Video zu beenden, ist so wie bei den Oscars, wenn die Leute zu lange schwafeln, dann fängt die Musik an zu spielen. Wenn ich zu lange schwafel, geht hier das Licht an und immerhin nicht der Vorhang runter. Also, falls dieses Video hilfreicher war, gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh nein, MacBooks interessieren uns nicht, sprich wieder über iPads, Daumen nach unten. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, unten in die Kommentare. Jetzt blendet's krass. Wow. Und falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video.